Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um Diamonds for Love, verhängnisvolle Liebe gehen von Leila Hagen. Das ist der vierte Teil der Diamonds for Love-Reihe. Das hier sind die ersten drei Teile. Und wie ihr wisst, ich liebe, liebe, liebe diese Reihe einfach. Ich fand den ersten Teil mega, ich fand den zweiten Teil echt genial und der dritte hat alles getoppt. Das ist auch bisher mein Lieblingsteil, der dritte. Danach kommt gleich der vierte. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal wieder, worum es im vierten Teil geht. Als kleine Anmerkung noch vorweg: Wir haben ja heute wieder mit dem Licht zu kämpfen. Die Sonne kommt, die Sonne geht, die Sonne kommt, die Sonne geht. Also, wenn ich heller und dunkler werde, ignoriert es einfach. Ich kann es nicht ändern. Es ist heute Sonnenschein mit Wolken. Ihr kennt das, da verliere ich jedes Mal mit dem Licht. Und ja, ich erzähle euch jetzt aber erstmal, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Max Bennett. Max gehört ja zur Bennett-Familie und in dieser Familie gibt es ja 9 Kinder. Und unter diesen 9 Kindern gibt es 4 Zwillinge, also 2 Zwillingspaare. Und Max und Christopher sind Zwillinge. Sie sind das ältere Zwillingspärchen. Und ja, nur so für euch zur Info am Rande. Und in der Geschichte von Max geht es um ihn und seine beste Freundin Emilia. Er und Emilia waren vom 9. bis 13. Lebensjahr die allerbesten Freunde. Sie sind durch dick und dünn gegangen, sie haben alles geteilt, alles miteinander erlebt. Und dann ist Emilia weggezogen und die beiden haben sich aus den Augen verloren. Und jetzt, so wie es das Schicksal will, treffen die beiden sich wieder. Und was mit den beiden passiert, was mit ihrer Freundschaft passiert von damals und ob da vielleicht auch mehr draus entstehen kann, das ist es halt, worum es im vierten Teil der Diamonds for Love-Reihe geht. Und ich kann nur sagen, die Handlung war so, so toll. Gleich der Prolog am Anfang war so mega süß. Also, ich habe das gelesen und ich dachte so, oh mein Gott, ist das süß, ist das süß. Weil der Prolog ist quasi ein Einblick in die Vergangenheit. Und zwar auf die erste Begegnung der beiden zueinander, zwischen Max und Emilia. Und das ist einfach so toll geschrieben und das ist so niedlich geschrieben. Und es war einfach so schön. Und Diamonds for Love war wieder eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Fan dieser Reihe, da das Liebesgeschichten sind, die alltäglich sind, die jetzt nicht überdramatisiert sind, die so sind, als könnten sie tatsächlich irgendwo auf der Welt so passieren. Und das mag ich total und ich liebe diese Reihe. Und Max Bennett war wieder mal ein Traum. Dieser Mann war wieder mal ein Traum. Auch Emilia als Protagonistin in diesem Buch war mir super sympathisch. Und ich fand die Dynamik zwischen den beiden wirklich cool, denn die beiden haben sich auch immer mal wieder so geneckt und sich nichts geschenkt. Und sie haben halt zusammen immer in Erinnerung geschwelgt. Und das war halt wirklich schön zu sehen und zu sehen, wie diese Freundschaft wieder auflebt und die beiden so wieder zueinander finden. Das war einfach ganz, ganz toll. Und das hat die Autorin wirklich großartig gemacht. Ich muss sagen, dass die Übersetzerin wirklich ganz große Arbeit geleistet hat. Ich finde, sie hat schöne Worte gefunden. Und die Dialoge gut gewählt und ja, es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und ich fand den vierten Teil der Diamonds for Love-Reihe einfach nur wieder mega. Also was die Handlung betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Ein Traum. Ich fand den Verlauf der Geschichte toll. Ich fand die Wendungen in der Geschichte toll. Ich fand die Dramatik am Ende fand ich gut. Also ich kann mich einfach nicht beschweren. Hat mir richtig gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, hatte ich ja eben schon gesagt, Max ist einfach ein Traum. Er ist ein toller Mann. Er ist sofort für Emilia da, wenn sie irgendwelche Probleme und Zweifel hat. Und Emilia weiß, dass sie das bei ihm einfach so annehmen kann, weil er halt einfach so ein guter Mensch ist. Und Emilia hat halt in ihrer Vergangenheit, nachdem die beiden den Kontakt verloren haben, vieles erlebt und vieles auch nicht Schönes erlebt und hat dadurch natürlich auch einige Selbstzweifel. Und es ist toll zu sehen, wie Max ihr Fels in der Brandung quasi wieder wird, so wie er es damals auch war. Und wie sie einen Menschen findet, auf den sie sich verlassen kann und der ihr beisteht bei allen Problemen, die sie so hat. Und das ist einfach ganz, ganz toll zu sehen. Und wie gesagt, Max war einfach ein Traum. Er war ein ganz, ganz toller Charakter. Er war ein ganz, ganz toller Love Interest in diesem Buch. Und ja, ich mochte ihn total. Was Emilia betrifft, habe ich auch nichts zu meckern. Emilia war eine super sympathische Protagonistin. Man konnte ihre Hintergründe verstehen. Man konnte verstehen, warum sie das tut, was sie tut und warum sie so handelt, wie sie handelt. Das war für mich absolut schlüssig und nachvollziehbar. Und auch die Sache mit Max und ihre Ängste, was das betraf, das habe ich super gut verstanden. Also, was die Nebencharaktere betrifft, war natürlich die gesamte Bennett-Familie auch wieder mit am Start. Und ich finde die Familie einfach so toll, ne? Ich finde die einfach so cool, diese Familie. Die hält einfach zusammen. Ja, gibt es auch mal Reibereien untereinander und Knatsch und alles. Aber im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, halten sie halt einfach zusammen. Und das finde ich so schön. Das ist dieses heile Welt-Szenario, was mir wirklich sehr gefällt in diesen Büchern. Auch wenn es total übertrieben und kitschig ist und absolut teilweise natürlich auch unrealistisch. Aber ich mag es einfach sehr. Und
die Charaktere sind mir in diesen Büchern einfach rundum sympathisch und ja. Also was die Charaktere betrifft, habe ich nichts zu meckern. Ich liebe, liebe, liebe sie. Vom Setting her befinden wir uns natürlich wieder in San Francisco und ich hatte es ja in meinen anderen Videos zu den Büchern schon gesagt, ich liebe dieses Setting. San Francisco ist einfach eine so tolle Stadt, wo man so viel machen kann, wo man auch von den Nebencharakteren her so viel Einflüsse und Informationen bekommt, was diese Stadt betrifft und man kann sich diese Stadt so super gut vorstellen, jetzt auch aus der Sicht der Charaktere und nicht so das, was man vielleicht so von Fotos so kennt. Ich finde einfach das Setting super und ich finde die Autorin beschreibt das auch toll und ich finde, sie vermittelt auch ein ganz tolles Feeling, was das Setting betrifft bei diesen Büchern und ja, mag ich sehr. Als letztes kommen wir wie immer noch mit zum Schreibstil und ich kann nur sagen, dass der Schreibstil in diesem Buch, wie auch in den anderen drei Büchern, wieder ein Träumchen war. Es ist ein super leichter, einfacher, flüssiger Schreibstil. In diesem Buch war sehr viel Witz auch mit drin. Ich fand die Dynamik, wie gesagt, zwischen den beiden Charakteren einfach großartig. Die beiden haben sich geneckt, was halt, wie gesagt, so einen Witz mit in die Geschichte gebracht hat und die beiden waren charmant und ich finde, die Autorin hat das einfach alles super rübergebracht und die Ausdrucksweise in den Geschichten ist auch einfach sehr, sehr liebevoll und romantisch und natürlich auch ein bisschen anrüchig, weil es sind ja erotische Liebesgeschichten und ich finde, die Autorin verpackt das alles super und sie findet ein gutes Mittelmaß mit allem und schlägt nicht zu sehr in die eine oder in die andere Richtung und ja. Ich finde es einfach ganz, ganz toll und ich kann euch auch den vierten Teil der Diamonds for Love Reihe wirklich nur empfehlen. Ich liebe dieses Buch, wie gesagt, kommt für mich gleich nach dem dritten Teil und ja, der dritte Teil war einfach schwer zu toppen, den dritten. Mal gucken, ich bin jetzt auf den fünften gespannt. Da geht es um Christopher, das weiß ich schon. Und im sechsten geht es um Alice und ich freue mich schon auf beide Bücher, weil Christopher und Alice sind auch so zwei Personen, wo ich gerne mehr noch erfahren möchte, gerade was so da dahinter steht, gerade was Alice betrifft, weil da erfährt man in diesem Buch schon ein bisschen was über sie und ihre Liebesbeziehung und ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Im Großen und Ganzen kann ich also nur sagen, Diamonds for Love Teil 4, Verhängnisvolle Liebe, hat mir wieder richtig gut gefallen. Genau wie die ersten drei Bücher. Ich liebe diese Reihe einfach und Leute, schaut sie euch an und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Eure Meinung zu den Büchern gerne unten in die Kommentare. Falls ihr wie ich alle vier Bücher schon gelesen habt, schreibt mir doch mal eure Reihenfolge von den Büchern auf. Bei mir wäre es 3, 4, 2, 1. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.